Das wunderbare, vorausschauende und weise Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Einsatz der Bundeswehr im Innern. Da haben ja erstmal viele irritiert reagiert, die üblich Verdächtigen haben gemeckert. Das sind ja die, die immer schon wollten, dass die Soldaten aus Afghanistan und anderen gefährlichen Orten zurückkommen. Ich meine, da muss man sich auch mal entscheiden. Die Soldaten sollen nicht im Ausland kämpfen, die sollen nicht im Inland kämpfen. Ja, was denn nun? Sollen die alle zusammen ein Däumchen drehen und mit dem dadurch produzierten Wind die Energiewende unterstützen oder was? Was meinen Sie, wie frustrierend das ist, wenn Sie Tag für Tag trainieren und selbst unter den größten Optimisten in der tollen Truppe ist die Hoffnung darauf, dass der Russe noch mal kommt, auf den Nullpunkt gesunken. Jetzt haben schon völlig frustrierte Uniformträger vorgeschlagen, dass die Kameraden alle zusammen so lange in die Oder pinkeln sollen, bis sie unter dem Jubel der Bevölkerung wieder Sandsäcke schleppen dürfen. Aber jetzt mal im Ernst. Wir geben 31 Milliarden Euro jedes Jahr dafür aus, dass 196.000 aktive Soldaten da in Kasernen rumlümmeln, die zum Teil nur deshalb noch nicht aufgelöst worden sind, weil die jeweiligen Bürgermeister vor Ort Angst haben, dass ohne diese Kasernen dem Ort entscheidende Kaufkraft verloren gehen wird. Und jetzt habe ich auch begriffen, warum wir maximal 7.000 bis 9.000 Soldaten eigentlich dauerhaft nur im Ausland im Einsatz haben können. Der Rest wird an der Heimatfront dringend gebraucht. Die kämpfen an Wurst- und Käsetheken, an Trinkbütchen und in Eckkneipen für den Erhalt der heimischen Infrastruktur. Der Mensch, auch der Mensch in Uniform, braucht eine Aufgabe. Und dem Steuerzahler ist es inzwischen ja längst egal, aus welchem Fenster seine Gelder geschmissen werden. Der Steuerzahler ist schon froh, wenn das Fenster vorher aufgemacht wird, damit er nicht noch den Glaser bezahlen muss. Und sehen Sie, in diesem trostlosen Alltag der ebenso unterbezahlten wie überflüssigen Vaterlandsverteidiger hat jetzt das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil ein kleines Licht der Hoffnung angezündet. In Zukunft darf die Truppe in ganz bescheidenem Umfang auch im Innern eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn jetzt Terroristen ein Flugzeug entführen und damit drohen, sagen wir mal, das Bundeskanzleramt oder den Bundestag zu zerstören, dann darf die Bundeswehr in Zukunft das Flugzeug immer noch nicht abschießen. Aber sie dürfen es in Zukunft zur Landung zwingen. Zum Beispiel im Bundestag oder im Kanzleramt. Und damit die Fußtruppe nicht völlig verzweifelt, hat man noch da ein ganz kleines Fenster aufgemacht. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Bundeswehr darf im Innern eingesetzt werden, wenn ein unmittelbar bevorstehender Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen droht. Da weiß man auch endlich mal, wozu man oberste Richter hat. Ein unmittelbar bevorstehender Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen. Ahnen Sie, wie lange ich ja diesen Text gelernt habe? Ich frage mich bis heute, seit wann die Drogen, die man braucht, um sowas zu formulieren, legalisiert sind, meine Damen und Herren. Jetzt wollen natürlich alle wissen, was ist das? Ein unmittelbar bevorstehender Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht sich nicht festgelegt. Die lassen da der Fantasie weiten Raum. Und ich kenne zum Beispiel Leute, die gehen davon aus, dass schon die Installierung des dauerhaften Euro-Rettungsschirmes ESM einen unmittelbar bevorstehenden Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen auslösen wird. Anderen reicht der spontane Besuch ihrer Schwiegereltern oder die Einführung des Ehegattensplittings für homosexuelle Paare. Ich habe ja ein ganz eigenes Katastrophenszenario. Also mein Albtraum wäre ja eine schwarz-grüne Bundesregierung unter Leitung von Angela Merkel. Sehen Sie, die Vorstellung von Merkel und Rot als Gespann, da stößt für mich Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Wir wissen nicht genau, was gemeint ist, wir wissen nicht, was passiert, aber eines ist sicher, der Einsatz der Bundeswehr muss in jedem einzelnen Fall von der Bundesregierung genehmigt werden. Und deshalb ist es schon mal extrem unwahrscheinlich, dass die Bundeswehr jemals gegen diejenigen zum Einsatz kommt, die hier die richtigen Schäden anrichten.